3, 4. So, dann reicht das wieder für eine Weile. Und damit ihr es nicht so weit habt und die Leute vom Nahrungsmittelmarkt gleich zu euch können, bauen wir hier jetzt mal ein Silo hin. Denn hier kommen ja eh keine anderen Gebäude hin als irgendwelche Produktionsgebäude. Und du wirst kein Getreide, obwohl, nee, du kannst ruhig alles aufnehmen. Ihr werdet eh nie voll. Dafür fressen die hier viel zu viel. Furchtbar. Entwickelt sich mit Standardwaren. Die haben wir mittlerweile. Ich glaube, die wollen 2 Standardwaren, um sich weiterzuentwickeln. Kehrt zu einem Büro zurück. Nee, du bist wichtig. Keine Plebejer. Doch, die Plebejer sollen es kriegen. Kleidung, Olivenöl und Töpferwaren. Also Holz haben wir genug. Falls Cäsar uns darum bittet, können wir ihm ganz viel Holz schicken. Möbel müssten wir auch langsam rankriegen. Wo sind meine Möbelfraktionen? Da. 5 Stück haben wir. Dann können wir jetzt auch schon den Markt eröffnen dafür. Standardwaren, Luxuswaren. Der muss nur hier vorne stehen, der muss nicht hier hinten stehen, weil die Plebejer eh nichts damit anfangen können. Und wir haben jetzt wieder genug Plebejer, um die ganzen Jobs auszufüllen. Sehr schön. Und dann sollten wir uns langsam um Geld kümmern. Ich bin jetzt mal gespannt, was hierbei rauskommt. Wenn ich hier mal gucke, Goldbergarbeiter. Goldminenarbeiter gehen quer durch das Land zu Goldminen. Das ist schön, aber was kann ich daraus machen? Besteckfabrika, Weinfabrika, Waffenfabrika, Möbelfabrika, Töpfer und so weiter und so fort. Gucken wir mal, womit wir handeln können, denn ich will unbedingt Geld rankriegen. Wünscht ganz normales Eisen. Ihr wünscht Nutzholz und Gold. Und bringt mir Gewürze. Und Apulia wünscht sogar Waffen und Elfenbein. Handelsstatus geschlossen. Handel eröffnen, noch nicht. Land, das ist eine Landroute. Das heißt, wir brauchen nicht mal ein Dock bauen. Narbonensis ist eine schöne Stadt. Gefällt mir. Wenn das alles so läuft, ist das völlig okay. Also mit Latium würde ich gerne irgendwie einen Handel eröffnen. Das bedeutet, ich muss wirklich versuchen, noch eine Goldmine zu bekommen. Gut, dann bauen wir mal hier. Jetzt noch eine Straße hoch. So, und dann kommt hier neben einem Präfektur- und einem Ingenieurbüro auch ein Lagerhaus und die jeweiligen Ressourcengebäude hin. Bedeutet Goldbergarbeiterlager. Na, wir hatten noch hier eine Goldmine, ja, sehr schön. Ich hoffe, das ist nicht so wie in anderen Spielen, dass die irgendwann ausgelaugt sind und nichts mehr bereitstellen. Aber dann würden die ja wahrscheinlich irgendeine Zahl anzeigen, oder? Machen sie nicht. Offensichtlich gehen die ersten Leute hin und arbeiten jetzt dort, das ist gut. Und du nimmst bitte nichts entgegen, außer Gold. Okay, dann können wir die Handelsroute nämlich demnächst eröffnen und Holz und Gold handeln. Damit kriegen wir wieder Geld in die Kasse. Holz und Gold, 500 Denari, ja. So, wieder zurück zur Stadt. Wenn ich jetzt raufgehe, Handelsdepot. Aha, die haben sowas ähnliches wie ein Dock. Also wir müssen wirklich ein Handelsdepot errichten. Stelle ich einfach mal, Nahrungsmittelbestände sind niedrig, das ist mir egal. Hier mit hin. So, Befehle. Und dann sagen wir Verkauf, Verkauf. Und dann 24, nee, machen wir mal jeweils 12. Das ist okay. So, der läuft jetzt los, holt das ganze Zeug und irgendwann kommen die Karawanen und kaufen uns alles ab. Und währenddessen können wir, oh, die haben sich auch schon entwickelt. Währenddessen können wir uns darum kümmern, dass noch weitere Plebejer in die Stadt ziehen, denn unsere Arbeitskraft ist doch verschwindend gering. Tatsächlich müssen wir uns darum kümmern, dass weitere Plebejer in unsere Stadt ziehen. Womit ich schon fast gerechnet habe. Aber unsere Nahrungsmittelbestände sind niedrig. Wir haben nicht viel
zur Verfügung stehen. Also ein bisschen Weizen ist noch da. Wir haben noch sehr viel Gemüse. Vielleicht sollten wir uns auch noch um weitere Standardwaren kümmern, damit die sich hier noch weiterentwickeln können. Dann passen noch mehr Leute rein. Und dann brauchen wir erstmal keine weiteren Gebäude für Plebejer zu bauen. Bloß, was nehmen wir denn da als Standardwaren? Olivenfarm. Ja, warum nicht? Dann können wir noch Oliven anpflanzen. Ganz gut, dass wir hier doch schon so ein bisschen was vorbereitet haben. Ich habe da mal was vorbereitet. Eins und zwei. Und dann brauchen wir natürlich auch Olivenhaine. So, die laufen. Und wir brauchen auch Olivenölfabrika. Ja, wie rum? Ich glaube, so ist schon okay. Passt nicht. Passt allgemein alles nicht. Ich mache jetzt hier noch eine Zwischenstraße, damit ich da die Fabrikas hinbauen kann. Ja, nicht schön, aber selten. So, und du bekommst auch ein extra Lagerhaus für dich. Und wirst eben nur Olivenöl anlegen. Gut. Demnächst kümmern wir uns noch weiter um die Nahrungsmittelbestände, aber jetzt erst einmal gucken wir, wie es unseren Beratern geht, beziehungsweise den Göttern. Unsere Stadt verliert Geld. Ja gut, aber dafür haben wir ja jetzt den Handel eröffnet, um dann irgendwann auch Dinge zu verkaufen. Das ist also nicht ganz so schlimm. Imperium. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Nein, sowas. Wir haben aber wenigstens ein Gehalt von 3 pro Monat. Das heißt, wir kriegen schon ein bisschen mehr, 50% mehr als vorher. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Ja, Kultur kommt später. Sicherheit ist mir schon wichtig. Wohlstand ist wichtig. Und natürlich auch das Ansehen. Aber das kommt später. Das werde ich dann zu guter Letzt wieder mit Bestechungsgeldern versuchen. In erster Linie müssen wir jetzt erstmal versuchen, den Wohlstand hochzukriegen. Und dann kommt die Kultur. Und zu guter Letzt kümmern wir uns ums Ansehen. Schön. Also hier sind die Berater soweit zufrieden. Wie sieht's aus mit Religion? Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen werden. Das glaube ich weniger, aber trotzdem danke für den Tipp. Denn die Götter sind nicht ganz so zufrieden, wie ich sie gerne hätte. So, hier können wir noch eine Farm hinbauen, da auch. Und dann können wir die Getreidefelder damit anlegen, das ist also völlig okay. Getreidefarm. Getreidefeld. So, viel Spaß. Ja, du kannst alles mit reinnehmen, das ist völlig okay. Gemüse haben die Leute auch, die freuen sich. Kriegen umso mehr Essen und haben auch umso mehr Standardwaren und Nahrungsmittel, sodass die eigentlich richtig schön horten können. Denn das Schöne ist ja, oder das Komische ist, die können irgendwie nur 300 oder 200 von einer Sache haben. Und wenn sie aber zwei Dinge haben, können sie 400 haben, und wenn beziehungsweise 600, je nachdem, ob es 200 oder 300 sind. Und wenn sie drei Dinge haben können, dann können sie sogar bis zu 900 haben. Also, das ist Hammer. Die können sich richtig schön eindecken und sind dann eben für eine lange Zeit gewappnet, falls doch mal irgendwie eine Nahrungsmittelknappheit oder ähnliches zur Verfügung steht. So, wir verkaufen Holz, hoffe ich. Wir haben Holz da, wir haben Gold da. Oder sind das die Exporte? Das ist das, was schon exportiert wurde? Nee, das liegt gerade bereit, ne? Genau, da ist das Holz, da ist das Gold. Jetzt warten wir darauf, dass die Leute kommen und uns das abkaufen. Bis heute 12 und 8. Ah, so viel wurde dieses Jahr exportiert, ich verstehe. Ja gut, dann verkauf mal bis zu 24. Dann läuft er jetzt nämlich gleich wieder los und da kommt ein Pferdekarren. Das könnte der Händler sein. Ich genieße jeden Besuch in dieser Stadt. Das ist schön. Ich auch. Das freut mich.
So, Holz haben wir wieder dran und Gold haben wir auch wieder da. Der kommt jetzt auch und kauft uns alles ab, hoffe ich. Wenn er denn überhaupt so viel Platz hat. Ja, hat alles abgekauft, aber viel haben wir dafür nicht bekommen. Wahrscheinlich werden wir durch Waffen weitaus mehr kriegen, das heißt, ich werde mich jetzt auch in die Waffenproduktion schmeißen. Oh, die sind sehr zufrieden. Sind sehr erfreut über das Leben hier in der Stadt. Ihr noch nicht ganz so, aber hey, das wird schon. Davon bin ich überzeugt. So, dann wollen wir mal die nächste Handelsroute öffnen. Dafür brauche ich Goldbergarbeiter, Eisenbergarbeiterlager. Die habe ich gesucht. Oh, die sind groß. Die sind sehr groß. Muss ja auch erstmal gucken, wo haben wir denn Eisen? Da. Also theoretisch würde sich hier sogar eine Abzweigung nach hinten gut tun. So, dann bauen wir nämlich hier die Eisenbergwerke hin. Da. Ja, zwei Stück reichen erstmal und dann können wir nämlich gleich daraus eine Waffenfabrika zimmern. Dann verbinden wir das einfach mal miteinander. Dann nutzen wir doch so ziemlich das ganze Gebiet. Sehr schön. So, wo ist die Waffenfabrika? Oh, der hat sogar um die Bäume rumgebaut, falls die Holzfäller noch mehr Bäume brauchen. Ja, sehr süß. Muss ich also extra abreißen, um da ranzukommen. Will ich aber gar nicht. Wo ist jetzt da Waffenfabrika? Sehr schön. Steht. Kein Rohmaterial. Ja, das kommt noch. Wir brauchen tatsächlich wieder weitere Plebejer und ich hoffe ja, dass die sich noch weiterentwickeln, wenn sie jetzt die zweite Standardware, das heißt das Olivenöl, bekommen. Dafür habe ich es nämlich produziert. Was sagt denn der Markt, der Standardwarenmarkt? Der hat jetzt nichts mehr. Ich denke mal, die haben sich das eingeheimst. Nur eine Art von Standardwaren. Haben alle nur eine Art von Standardwaren. Ich denke mal, die haben alle nur die Töpferei, die ganzen Töpferwaren. Ah, und jetzt kommt auch Olivenöl. Sehr schön. Hat eine Weile gedauert, aber wir kriegen es hin. Dann kümmern wir uns wieder um eine weitere, ja, Gedenkstätte für unsere wunderbaren Götter, die wir ja so über alles lieben. Merkur, Ceres, Bacchus, ja, 5 Stück. Sehr schön. Sorgen auch gleich wieder für Attraktivität. Auch mal sehen, was die sagen. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen. Also immer noch ist es perfekt. Es kann gar nicht schlechter sein. Es sieht gut aus. Eine Schule könnten wir vielleicht mal bauen. Weiß zwar nicht wofür, aber die stelle ich jetzt hier genauso hin wie... Ja, das Badehaus kann ich oben hinstellen. So. Badehaus. Okay, es gibt zu wenig Equities. Dann sollten wir mal dafür sorgen, dass noch weitere Domus dazukommen. Und die Nahrungsmittelbestände sind weiterhin niedrig. Das ist aber nicht schön. Dabei kümmern wir uns eigentlich relativ gut um unsere Nahrungsmittelbestände. Aber es könnte eben mehr sein. Die entwickeln sich weiter. Oh, sehr schön. Damit bekommen wir wieder weitere Mitarbeiter. Sowohl bei den Equities als auch bei den anderen. Entwickelt sich mit Brunnenwasser. Du bist aber sehr bescheiden. So. 40. 60. Sagt die Schule, na, noch nicht genug Equities. Das ist nicht schön. Tatsächlich brauchen wir noch mehr. Dieses Gebäude ist über Leitungen mit Wasser verbunden. Ich brauche noch ein kleines Domo. Das auch Zugang zur Straße hat. Wisst ihr was, ich baue jetzt einfach mal sowas hoch.
Es reicht. Und damit reicht es. Dann müssen wir uns wirklich wieder um Essen kümmern. Das heißt, auch weitere Plebejer noch in die Stadt holen. Aber ich glaube, dass hier jetzt noch mehr einziehen, bringt schon richtig viel. Also jeweils 40 Plebejer pro Haus. Das ist eine Menge. Und damit können wir wahrscheinlich den Arbeitsmarkt auch wieder mit Plebejern überfluten. Was wir bisher noch nicht hatten, sind irgendwelche Aufstände uns gegenüber, durch unsere Bürger oder durch Götter. Das ist bisher noch nicht passiert, das konnten wir bisher abwiegeln, aufgrund unserer guten Politik. Nur mein Geld sieht nicht gut aus. Habe ich eigentlich schon ein Lagerhaus für Waffen? Ich glaube nicht, ne? Du nimmst Gold entgegen, dann nimm mal auch Waffen entgegen. So, vielleicht... Ah, der holt die selber ab. Ich transportiere alles so schnell ich kann. Aber manchmal ist es denen immer noch nicht schnell genug. Ja, vielleicht solltest du denn mal nicht so komisch sprechen. Oh je. Gut, wir werden dann demnächst die Handelsroute für Waffen auch einrichten, um noch mehr Kohle rauszuholen. Oh, ihr habt euch auch schon entwickelt. Ihr seid aber fix. Damit kriegen wir noch mehr Equities ran. Das ist super. Dann brauche ich mich gar nicht weiter um alles andere zu kümmern. Wie sieht's aus mit unseren Plebejern? Sehr gut. Berater. Der Respekt vor den... Im Auge... Unsere Stadt verliert Geld. Okay, also im Prinzip ist es jetzt nur noch an den Einnahmen, dass wir jetzt kaum noch irgendwie... gut dastehen, wollte ich gerade sagen. Aber wir stehen sehr gut da. Ist das Einzige, was schlecht ist, die Einnahmen. Wir müssen versuchen, mehr Kohle zu machen. Und das können wir nur, wenn wir jetzt mit Apulia eine Handelsroute eröffnen. Ja. Okay, und ich hoffe, ich kann dir sagen... Nein, das kann ich nicht. Das ist wirklich nur für Latium. Ich brauche für Apulia einen neuen Handelsplatz. Gut, den stellen wir hier vorne bei den Waffen auch gleich mit hin. Und dann verkaufst du die Waffen komplett. Wir brauchen keine. Hoffe ich. Und wenn, dann werden wir hoffentlich vorgewarnt. Dass die Leute bei uns einmarschieren. Und zur Not haben wir immer noch ein paar Präfekten, die die weghauen. Das geht.